ich weiss eigentlich nichts. Ah, die Linse ist wieder mal mega dreckig. Ich habe in den letzten zwei Wochen mit so vielen Leuten geredet über Tiny Houses. Mit Reportern oder Leuten, die einen Artikel schreiben, Zeitungen, Privatpersonen, die möchten etwas bauen, Privatpersonen, die schon mit Bauen angefangen haben. Es ist so ein bisschen das ganze Band. Auch die Internetseite tinyhouse.ch, das wird immer eine grössere Geschichte. Es hat jetzt andere Projekte drauf von anderen Leuten. Ich komme immer mehr Anfragen über. Also ich sehe so, das Tiny House ist ein Bedürfnis in der Schweiz. Ist definitiv so. Aber ich merke auch, wenn die Leute mit mir reden, ich bin wie die falsche Person. Weil das meiste, was ich mache, mache ich zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen. Und jetzt frage ich mich Leute, ja, wie löse ich denn das? Und wie ist denn das gemacht? Und wie machst du denn den Anschluss? Und wie machst du das? Und ist, ich habe keine Ahnung. Ich baue alles vorzu. Das heisst, ich bin jetzt am Täferen. Ich mache mir jetzt vielleicht schon ein bisschen Gedanken, wo kommen die Anschlussrohre an. Aber that's it. Ich weiss nicht, wie ich die Durchführungen mache. Ich weiss nicht, wie ich die Abdichtungen mache. Ich weiss nicht, wie ich meine Rahmen um die Fenster herum mache. Ich weiss nicht, wie ich die Fenster streiche. Ich weiss wirklich nichts. Ich bin noch nicht an dem Ort und darum tue ich mich wie noch nicht mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist für die Leute manchmal ein bisschen enttäuschend, weil ich zwar einerseits die Internetseite habe und alles über das Tiny House und so schreibe, aber andererseits keine Ahnung habe. Und das ist so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich nehme es vorzu. Und ich bin um jeden Tipp, um jeden Hinweis, um alles dankbar, weil es ist wirklich das erste Mal, wo ich das mache.